craften. Süßes Intro und somit herzlich willkommen zu Insoy, der Demo bzw. dem Character Studio. Ich habe eigentlich schon mal eine Folge aufgenommen, allerdings gab es da ein paar Soundprobleme bei mir. Von daher werdet ihr die Folge niemals sehen. Ich habe da in dieser Folge mich erstellt. Ich habe es zumindest versucht. Hat halbwegs geklappt. Mit einem asiatischen Touch, weil das Spiel ja aus Korea kommt. Vom Entwickler Craften, die ja eigentlich PUBG gemacht haben, was nun ja ziemlich interessant ist, finde ich. Und jetzt starten wir einfach mal hier direkt in ein Spiel. Ich habe mir schon was überlegt, ein bisschen was anderes. Wir machen einfach mal Mr. und Mrs. Klaus, also Santa Claus. Mal schauen, wie es rauskommt. Ich bin gespannt. Mr. Klaus. Mal schauen, ob wir da irgendwas Gutes hinbekommen. Da ich jetzt schon mal einen Charakter erstellt habe, würde ich sagen, ja, weiß ich so ein bisschen, was man hier also machen kann. Aber trotzdem immer noch ein bisschen ausprobieren und schauen, was so geht. Zuerst mal was finden, was ein bisschen so, ja, in Richtung Mr. Santa Claus geht. Könnte interessant werden, weil die meisten Charaktere, finde ich schon, haben immer so ein bisschen einen asiatischen Touch. Aber mal schauen. Ein innerliches Bild habe ich mir schon ein bisschen so im Kopf, wie das aussehen könnte, möglicherweise. Allerdings gibt es nicht so viele Einstellungen, die man jetzt für diesen Bild gebrauchen könnte. Ich glaube, ich habe da schon was gefunden, was so in diese Richtung geht. Viele nennen das Spiel ja hier der Sims-Killer und könnte gut möglich sein, dass es das am Ende auch ist. Ich finde das Gesicht hier schon ein bisschen passend, so ein bisschen rundlicher, größerer Kopf. Finde ich gut. Alter Senior passt perfekt. Nehmen wir einfach mal und dann schauen wir uns Gesichtsvoreinstellungen an. Ja, doch. Wird schon ein bisschen so in die Richtung gehen. Eigentlich müsste ich ja eher aufs Gesicht schauen, nicht auf die Haare. Würde auch passen, so ein bisschen kantigeres Gesicht. Ist natürlich schwierig, weil da eigentlich die Gesichter jünger sind.
Also wenn sie dann auf dem Charakter sind. Ich glaube, ich habe da schon was gesehen. Das hier oder... Ich finde das fast passender. Ich würde mal hier die Dinge durchgehen und dann gehen wir dann in die detaillierte Einstellung hinein. Haare könnte man fast schon so lassen. Das würde theoretisch auch passen für einen Santa Claus. Auch die hier könnten passen. Das würde auch gehen. Würde auch passen. Ich lasse die mal hier. Und dann gehen wir in den weißen Bereich hinein. So ein bisschen einen silbernen Touch. Warte mal kurz. Ich nehme mal alles hier auf weiß. Können wir anschauen, was bewirkt. Okay, das sind die Spitzen. Kann man ein bisschen heller machen. Highlight 3. Vorne eine Strähne. Die ein bisschen andere Farbe. Oh, sorry. Da mich rausgetappt. Würde ich das hier nehmen, damit das ein bisschen gleich aussieht. Highlight 3. Finde ich gut. Passt. Im Verhältnis. Länge, sehr cool. Weichheit am Rand. Lassen wir einfach mal so bei 40%. Schnurrbart. Perfekt. Doch, finde ich gut. Und der Bart passt eigentlich auch schon. Schade, dass es nicht länger geht. So. Passt. Ich sehe da schon ein bisschen den Santa Claus raus. Finde ich gut. Ich würde das einfach lassen, das passt. Die Augenpartie oder die Augen allgemein. Schaut euch diese Details an, Junge. Können wir ein bisschen special machen? Ich meine, er kommt ja vom Nordpol. Ich finde die ganz gut oder die? Bei denen. Finde ich gut. Farbe. Vielleicht ein bisschen dunkler.
Ja. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Ah, oh, wait, da gibt es ja noch mehr Augenbrauen, schön buschig und groß. Das passt perfekt. Auch so ein bisschen ins Gräuliche hinein oder weiß. Da gehen wir so ein bisschen mehr ins Gräuliche. So. Wimpern. Ja, lassen wir. Es finde ich gut, finde ich gut. Nur mal zum Schauen, wie es aussieht. Aber ne, lassen wir Rouge. Würde passen beim Santa Claus. Sieht man allerdings ja jetzt nicht so gut. Intensität. Doch. Aber jetzt ist es mit Sommersprossen. Das würde auch passen. Nehmen wir mal so. Können es nachher immer noch ändern, theoretisch. Lidschatten für den Santa Claus. So etwas hier könnten wir zwar nehmen. Noch ein bisschen die Augen schläfrig und kleine. Passen wir dann sowieso noch ein bisschen an. Ich würde das mal einfach so lassen. Das würde für ich doch passen. So ein bisschen Elfenstaub. Ich will es allerdings auch nicht unbedingt übertreiben. Doch, finde ich gut. Lassen wir mal. Dunklere Lippen würden allerdings auch passen. Das hier zum Beispiel. Lassen wir genau perfekt so. Finde ich gut bisher. ja, doch. Gehen wir mal zurück. Basis bearbeiten. Details. Müssen wir kurz schauen. Die Ohren sieht man sowieso nicht bei den Haaren. Nee, nee, darf schon ein bisschen glücklich aussehen. Pustebacken. Finde ich gut. Okay, das macht den, auch den Schnauzer relativ weit nach unten. So ein Smile ins Gesicht. Okay, das sieht jetzt shit aus. Wait. Hä? Sieht jetzt weird aus irgendwie gerade.
Kann ich vielleicht nachher im Detailmodus noch ein bisschen anpassen? Lass mal kurz schauen. Okay, der Blick geht gar nicht. Sieht irgendwie so ein bisschen ängstlich aus. Ihr müsst wissen, als ich das letzte Mal Sims gespielt habe, ist ziemlich lange her. Von daher bin ich nicht mehr so drin in der Charaktererstellung. Die Uhren sieht man halt eh nicht. Oder wahrscheinlich fast nie. So ein bisschen eine Buckelnase. Das sind die Ohren. Bisschen Lächeln ins Gesicht. Kein Smile. Sieht ein bisschen aus, als ob Santa Claus einen Sonnenbrand hätte. Aber dagegen habe ich auch nichts. Doch, finde ich passend. Körper. Der ist jetzt nicht so muskulös. Darf ruhig ein bisschen Haare haben. So. No! Habe ich alles geändert? No, meine schönen Haare! Shit. Gut, lassen wir das kurz mal so. Dann müssen wir nochmal zurück zu den Haaren. Weil die Haare sahen eigentlich gut aus. Shit. War ein bisschen hell. Nein, ich noch mal alles auf weiß. So. Farbvariante war unten. Hier so ein bisschen grau-schwarz Highlight.
sind so Silber. Schnurrbart und der Bart waren eher im weißen Bereich. Auch die Augenbrauen. So, da hätten wir so ungefähr wieder. Passt. Okay, was macht das? Sehe ich jetzt keinen Unterschied? Ziemlich ein hohles Kreuz hinten. Ja, zu viele Cookies gegessen. Okay, hier ist die Maus weird. So. Finde ich gut. Passt. Doch, hat was. Gehen wir mal ins Outfit hinein. Gut, so könnte er jetzt irgendwie, keine Ahnung, aus Hawaii stammen. Outfit-Voreinstellungen. Powered by was? Hoffentlich finden wir da irgendwie Kleidung, die passend ist. Ansonsten können wir ein bisschen mit der KI hier versuchen. Schließlich hat es ja hier ein paar Funktionen drin. So könnte er zum Beispiel als Lehrer durchgehen, finde ich. Okay, was? Lass mal schauen. Was passt gut zu einem Weihnachtsmann? Zu Santa Claus? So was hier. Doch, perfekt. Nee, eigentlich ein Hemd mit Trägern gibt's aber wahrscheinlich nicht. Ist ein bisschen doof, dass es so durchklippt. Könntest du irgendwie anders hinstehen? Danke. Oberbekleidung. Ich meine, am Nordpol ist es kalt. Nee, komm, lassen wir mal. Vielleicht müssen wir mit was anderem anfangen. Zuerst mal die Unterwäsche. Die sieht man nachher sowieso nicht, von daher lieber jetzt als nachher. Ja, einfach so basic stuff. Passt. Schuhe, Absatz, Stiefel passen gut. Könnten passen. Sind dann eher ein bisschen so Frauenstiefel. Sneaker, Halbschuhe. Vielleicht ist sie auch ein hipper Weihnachtsmann. Ich meine, sowas hier zum Beispiel. Ist irgendwie doof, was man nicht weiter runter kann. Thank you.
Sowas würde zum Beispiel schon passen. Wir lassen die mal bei den beiden Stiefeln. Na, ich sehe das eher für Frauen irgendwie. Das hier würde theoretisch noch gehen. Aber es sind halt so Basic-Schuhe. Und nun, jetzt muss ich hier wieder das einstellen. So. Ein paar Socken. Wir nehmen mal die. Hosen. Mal schauen, ob uns da irgendwas ins Gesicht springt. In die Augen. Kurze Hosen wahrscheinlich eher weniger. Outpants sowieso nicht. Leggings auch nicht. Man muss natürlich bedenken, dass das hier die Demo ist. Vielleicht kommt da noch was anderes immer wieder dazu. Also an Kleidung und Ausführungen und so weiter. Ich glaube, ich habe da schon ein paar Hosen gesehen, die passend sein könnten. Sowas hier. Vielleicht zum rot-grünen Muster. Wegen Elfen. Sieht natürlich gar nicht schön aus. Farbe. Ja, ja, wir kommen da ein bisschen näher. Ist ein bisschen zu stark rot intensiv und auch das Grün ein bisschen dunkler. Lassen wir mal. Dann sind wir jetzt wieder hier. Würde zu den Hosen passen. Mit der Kleidungswahl, die wir hier haben, müssen wir halt, haben wir schon ein bisschen so eine Eingrenzung. Komm, ich nehme mal das hier. Oder eher das und dann können wir die Farben noch ein bisschen ändern. Hauptfarbe. So ein bisschen ausgebleicht. Für das Hemd hinten.
Ja. Vielleicht finden wir noch was für drüber. So könnt ihr halt einfach als Lehre durchgehen. Die Farbe wird theoretisch auch schon passen. Komm, wir lassen das so. Doch, finde ich gut. Ja, perfekt, in der Hose. Oh no, wait. Die Hosen kann man auch anpassen. Ja, das ist perfekt. Dann sieht man die Socken noch ein bisschen. Okay, klappt jetzt nicht so. Ich das eigentlich gerne hätte. Geht wohl mit diesen Hosen nicht, schade. Ah doch. Ne, das sind andere. Ja, was mache ich hier? Gut, dann lassen wir das einfach so. Accessoires. Oh. Mr. Glass, bitte sehr. Spannend. Ich finde die Farbe eigentlich schon gut. Vielleicht noch eine Brille. Ja, so eine alte. Ja, so eine. Ja, ja. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Ja, das. Perfekt. Lassen wir. So wie sie ist. Junge, Junge. Das, ja, doch. Perfekt. Finde ich gut. Ja, sieht man sowieso nicht. Ohrringe auch nicht, Haare auch nicht. Nägel werden interessant. Einfach so mal zum Schauen. Hm? Ja, wieso nicht? Können wir das ein bisschen dezenter machen vielleicht? Nee, irgendwie die Intensität kann nicht anpassen. Schade. Gut, dann lassen wir das so. Finde ich gut. Doch, finde ich gut. Mir ist nur gerade aufgefallen, der Name ist ein bisschen doof eigentlich, wenn ich das so nenne. Aber egal, lassen wir. Mal schauen, ob wir das dann im Let's Play, wenn das Spiel draußen ist, auch so nehmen. Mediator. Klassen. Eigentlich.
unentschlossen beherrscht, stur, selbstbewusst, Regeltreue, Tradition, Autorität. Träumer. Perfektionist. Ehrenämtler würde passen. Gütig, großherzig, gesellig, selbstlos, aufopfernd, verantwortungsbewusst. Ehrenämtler schätzen Beziehungen und nehmen bereitwillig Risiken in Kauf, um anderen zur Seite zu stehen. Mit ihrem scharfen Gespür nehmen sie die Emotionen ihres Gegenübers genau wahr, weshalb sie als rücksichtsvoll und gütig gelten. Ihr Engagement für die Bedürfnisse anderer kann jedoch mitunter dazu führen, dass sie ihre eigene Gesundheit und ihr Wohlbefinden vernachlässigen. Sie sind bestrebt, durch vorbildliches und wohlwollendes Verhalten positiven Einfluss zu nehmen, tun dies jedoch in der Regel im Stillen und abseits der Öffentlichkeit. Doch finde ich gut, Merkmale hilft regelmäßig anderen, fühlt sich häufig sentimental, Zuversicht hält weniger länger lange an, Anerkennung, Anzeige sinkt langsam, findet Gefallen an Gesprächen. Passt perfekt. Was? Ah, in Entwicklung. Weil hier steht jetzt andersrum auch. Naja. Bisschen doof. Von mir selber. Sorry, was? Alles gut, alles gut. Ich find's gut. Ich find's gut, es passt. Gesichtserfassung, also das ist eigentlich ein cooles Feature, aber geht nur mit iOS, was schade ist. Oh Gott, ist das gut. Komm, wir machen mal ein Foto. Ja, schaut ihn euch an. Das ist ja perfekt. Besser geht's ja nicht. Zwinkend. Freudenreich. Okay, freudenreich ist ja noch besser. Pose. Ist das gut? Ach, schön. Doch, tanzenden Santa Claus sehe ich doch. Das ist doch perfekt. Also, was will man mehr? Schaut ihn euch an. Speichern wir mal. Warte, vielleicht können wir noch kurz das Seitenverhältnis ändern. So, dann kann ich ein gutes Thumbnail draus machen. Perfekt. Dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze ab. Und Zoe-Erstellung abschließen. Möchten Sie den Account Zoe in die Zoe-Voreinstellung speichern und den Vorgang abschließen? Der gespeicherte Zoe kann auch in der offiziellen Version verwendet werden. Sie können den gespeicherten Zoe im Zoe-Voreinstellungen-Tab überprüfen. Abschließen. Ich kann den Namen nochmal ändern, warte.
Nachname, ja. Ich hab's sowieso verkehrt, offensichtlich. Klaus Santa. Perfekt. Die Familie ist immer mit Liebe und Verständnis für dich da. Familie Klaus. Schön abschließen. Und dann muss man noch jemanden hinzufügen. Warte kurz. Ich blick da gerade nicht durch. Genehmigung für die Erstellung einer Welt in Übereinstimmung mit den Richtlinien der bla bla. Insoi genehmigt, außerdem wird bestätigt, dass die unten aufgeführte Zoi-Familie ein neues Leben in Insoi beginnen soll. Okay, wie es aussieht, können wir vorerst in der Demo nur ein Zoi erstellen. Sehe ich das richtig? Lass das mal hier noch drin. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon fertig sind oder nicht, weil spielen kann man ja, glaube ich, nicht. Ein Paralleluniversum versteckt. Versprüht Bliss Bay den Charme einer amerikanischen Küstenstadt. Ich glaube, es soll Los Angeles darstellen. Goldenfield. Bliss Bay, Entwicklung. Dono. Brusimo. Okay, da kommen noch viele neue Städte hinzu. Ich würde mal Bliss Bay nehmen. Das sonnenverwöhnte, glitzernde blaue Wasser bietet ideale Bedingungen für Surfer, während die malerischen Strände dazu einladen, sich von der wohltuenden Wärme der Sonne verwöhnen zu lassen. Der kollige Vergnügungspark der Stadt bietet Attraktionen für Besucher jeden Alters und verwandelt sich nachts in ein magisches Feuerwerk, das die unvergessliche Skyline erheilt. In Bliss Bay kannst du den entspannten und fröhlichen Lebensstil genießen, den der Name verspricht. Ja, okay. Was für ein Katzenjammer. Miau! Ist es nicht noch ein bisschen früh, sich schnurstracks auf die Steuerung von Insoi zu stürzen? Wie wäre es, wenn du dich für das erste auf das Erstellen von Zeus konzentrierst? Nur Geduld, ich komme schon rechtzeitig wieder. Gut, dann heißt das eben, dass wir leider nicht weiterkommen. Und somit wäre es das dann erstmal mit der Charakterstellung von Santa Claus. Ich finde, es ist mir gelungen. Besser als im Video, das ihr nie sehen werdet, als ich mich selber erstellt habe. Ja, vielleicht. Das ist die Frage. Einen anderen Charakter kann man nicht hinzufügen. Kann sie, glaube ich, bloß speichern. Ja, vielleicht folgt noch eine andere Folge mit Mrs. Santa Claus. Mal schauen, werden wir sehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen hier bei dieser kleinen Demo, diesem kleinen Einblick von Insoi. Ich glaube, das Spiel wird wirklich der Sims-Killer werden. So wie ich zumindest schon mal gesehen habe, von Gameplay her, wird sicherlich spannend sein. Von daher, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.